Ich war in Bensheim, ein netter Ort irgendwo in Hessen, habe einen Vortrag gehalten. Da gab es einen Riesentherz, eine organisierte Demonstration vom Tagesspiegel und Co. Und die katholische Jugend war auch noch, hat Riesenradau gemacht und hat gesagt, ich würde Verschwörungstheorien verbreiten. Ich habe zur katholischen Jugend gesagt, hört zu, ich möchte euch an euren Arbeitgeber erinnern. Der erklärt seit tausenden von Jahren, Gott persönlich hätte seinen Sohn runtergeschickt, der wäre zwischendurch übers Wasser gegangen, dann hätten sie ihn umgebracht, die Regierung, und nach 3 Tagen wäre er da. Hallo, da bin ich. Ist das nicht eine Verschwörungstheorie? Also was wollt ihr eigentlich von mir? Aber das sind Jugendliche, die aufgezogen sind, die nach irgendeiner Form von Sinn suchen. Und was ist im Anschluss passiert? Die Bensheimer Bürger, nachdem die Tagesschau und die Hessenschau so über mich so berichtet haben, haben die ganzen Medien attackiert und gesagt, es gefällt uns nicht, wie ihr Bensheim darstellt. Wir wollten nämlich diesen Vortrag gar nicht verhindern. Ihr tut so, als ob wir das gewollt hätten, aber ihr sprecht gar nicht für uns. Und haben gesagt, wir möchten, dass ihr an den runden Tisch kommt. Die kommen natürlich nicht. Und das heißt, durch diese Aktionen bringen wir sie dazu, Dinge zu tun, die so absurd sind, dass selbst der Letzte aufwacht. Bei dir nicht erklären, komm doch hoch auf die Bühne und einen großen Applaus für Kevin. Also ich freue mich extrem, euch zwei hier begrüßen zu dürfen. Also ich freue mich riesig und habe auch ein paar Stichworte. Und ich gebe das mal raus und ich fange gerade mal ein. Du wirst vielleicht, erklär du mal diese letzten 3 Jahre in Kurzversion. Wie war das für dich? Warum kennt man heute den Michael Ballweg? Wie hat das angefangen? Ich würde sagen, insgesamt, weil ich der Naivität erlegen bin, dass das Rechtssystem noch funktioniert oder dass der Rechtsstaat funktioniert. Ich dachte mal, und dafür lacht der eine oder andere dann mal, ich dachte, ich mache 2 Demos und dann ist Corona vorbei und die Opposition fängt wieder an zu arbeiten und die Presse fängt an zu berichten und sagt, Grundrechte, sowas Langweiliges wie Grundrechte, die sind einfach wichtig. Ja, und dann hat sich gezeigt, dass wir Verschwörungstheoretiker, Aluhutträger, Nonkonformisten sind. Und dann hat sich ja diese deutschlandweite Bewegung geprägt, die, wie ich jetzt gelernt habe, auch über Deutschland hinaus natürlich viel Wirkung gezeigt hat. Ken hat ja von Anfang an eben auch die Bewegung unterstützt. Das war ganz toll in Deutschland, dass eben da eine große Zusammenarbeit von allen zusammenkam, die eh schon, sage ich mal, in der Veränderung waren. Und ja, dann bin ich nach knapp 2 Jahren oder 2,25 Jahren eben verhaftet worden mit dem Vorwurf des Betrugs und der Geldwäsche. War 9 Monate in Untersuchungshaft. Konkret wird mir jetzt vorgeworfen, ein Gedankenverbrechen, nämlich ich hätte versucht, mit den Querdenken-Demonstrationen Geld zu verdienen, beziehungsweise hätte das von Anfang an vorgehabt, also ein versuchter und untauglicher Betrug. Und ja, bis heute sind alle meine Konten eingefroren, meine Firmen eingefroren. Und ich sehe mich nicht so als Freiheitskämpfer, sondern ich weiß, dass ich in einer Zeit lebe, in der viel Veränderung passiert. Ich sehe mich als Freiheitspionier, als derjenige, der die neuen Themen jetzt nach vorne treibt und der eben, sag mal, mit Freude daran hat, viele Veränderungen, sag mal, die uns vielleicht alle in 2, 3 Jahren betreffen, auch jetzt schon mitgestalten zu können. Ich glaube, bei dir nimmt sich mehr Wunder, warum gibt es Ken FM nicht mehr? Nun gut, Ken FM war ja mal, das wissen gar nicht so viele Menschen, eine Radiosendung, die 2001 begann beim Öffentlich-Rechtlichen, wie ich ihn heute nenne. War eine 4-Stunden-Radiosendung vor Publikum mit Livebands, weil ich dachte, im Radio sollte so sein wie Good Morning Vietnam oder Radio Days von Woody Allen. Und weil es diese Sendung so nicht mehr gab oder die John Peel Sessions damals,
habe ich gedacht, naja, dann mache ich das eben. Ich habe einen großen Proberaum, finanziert vom Öffentlich-Rechtlichen, und da lade ich dann die Bands ein, von denen ich denke, dass die laut noch besser klingen als von Konserve. Kamen auch viele Bands aus der Schweiz. Und ich liebe es, vor Marshall-Wänden bei ohrenbetäubender Lautstärke zu arbeiten. Ich bin einfach ein Rock'n'Roll-Kind. Und das habe ich gemacht. Und zwischen den Bands haben aber immer wieder auch Gäste oder Bandmitglieder über Dinge gesprochen, die mit Politik zu tun hatten. Die Idee war, wir müssen versuchen, Dinge, die politisch sind, aus dem Abstrakten zu holen. Also ein klassisches Beispiel. Ich hätte eine Band da gehabt, da wäre der Drummer aus der Ukraine und der Frontmann aus Russland. Und ich hätte dann vor den Fans diskutiert, wie macht ihr das denn in der Band? Haut ihr euch da auch oder redet ihr? Und wenn man das macht, stellt man fest, okay, Politik, wie wir sie da draußen erleben, klingt abstrakt, aber in einer Band hier vor dir kann das anders sein. Und so konnte ich viele junge Menschen für Politik und Dinge, die abstrakt wirken, begeistern. Das habe ich sehr lange gemacht. Und dann hat irgendwann der Öffentlich-Rechtliche nach 10 Jahren gesagt, ich möchte diese Radiosendung nicht mehr haben, weil die wird ähnlich wie die Zeit auch spezieller. Ich habe Sendungen gemacht über den 11. September. Ich habe Sendungen gemacht über, wie Geld funktioniert, das Wunder von Wörgl oder NATO-Geheimarmeen. Ich habe Daniele Ganser interviewt, solche Dinge. Und dann kam von ganz außen ein Anruf, da gibt es so einen Jugendsender, der ist da bei euch. Das klingt aber nicht wie die Sendung mit der Maus, sondern so eine Art Spezial. Und was die da so senden, das wollen wir eigentlich nicht. Das kommt beim Hörer sehr gut an, aber bei den Verantwortlichen nicht. Mach das mal aus. Das wurde dann ausgemacht mit einer Verleumdung, muss ich gar nicht länger erklären. Und dann habe ich gesagt, gut, dann nehme ich halt diese Sendung KenFM mit ins Internet, habe sie ins Internet gebracht und habe dort dann festgestellt, damals noch auf YouTube, dass immer wenn eine Band spielt, die Quoten nach unten gehen. Und immer wenn Menschen reden über ein ernstes Thema, die Quoten oben bleiben, dachte ich, das ist schade, weil ich ja Musik mag. Auf der anderen Seite ist es auch insofern ökonomisch halt durchhaltbar, weil eine Band zu veranstalten ist sehr teuer und jemanden zu interviewen ist deutlich günstiger. Und wenn sich Leute nur für Inhalte interessieren, ist mir das als Wortmann jetzt auch recht. Daraus entstand dann KenFM, dieser Sender nenne ich ihn nicht mal, dieses Portal im Internet. Und wir haben eine Sendung, die es ja ganz früher in der ARD mal gab, nämlich Günter Gauss zur Person wiederholt, und haben gesagt, wir machen einfach im Gespräch. Viele haben gesagt, das ist ja total spannend, wie machst du das? Ich sage, das ist eigentlich ein Handwerk. Ich lade einen Gast ein und frage den und lasse den 90 Minuten reden. Was ist daran Kunst? Das ist Handwerk. So, das ist Journalismus. Es gibt genügend Gäste, die beim Öffentlich-Rechtlichen nicht eingeladen werden oder immer nur so abgeschnitten. Lass die doch mal zu Wort kommen. Da gibt es jede Menge Themen und Bücher, damit es eine Horizonterweiterung ist und damit derjenige, der einschaltet, feststellt, wow, das Thema ist komplex, weil die Themen sind komplex. Und wenn man sie nicht aus dem Kontext reißt, sondern in der ganzen Komplexität darstellen lässt, dann kann der User auch verstehen, ach jetzt, das ist wie wenn man sonst immer nur aus einem Film einen Ausschnitt bringt. Du musst den ganzen Film sehen, um die Story zu erklären. Und das ist das, was ich als Journalist möchte. Ich möchte, dass Leute klüger werden. Ich möchte keinen Cliffhanger-Journalismus, sondern die Leute sagen, jetzt verstehe ich und komme auch ins Handeln. Und das wurde ja dann irgendwann auch während Corona von YouTube abgeschaltet. Wir hatten 500.000 Abonnenten, aber, und das war natürlich das, was die Medienrevolution aufbringt, wir hatten über 500.000 Klicks in Russland. Ja, weil, haben die immer noch, weil inzwischen Hörer mit russischem Hintergrund gesagt haben, ich übersetze das. Das heißt, es gibt viele Interviews von KenFM in Sprachen, die ich gar nicht kenne. Wenn ich aber in Moskau über die Straße gehe, sprechen die Leute mich mit Russisch an und denken, ich wäre Native Speaker. Bin ich nicht. Aber was hat mich schon interessiert, weil es ist ja schön, wenn wir einen Journalismus machen, der die Menschen generell interessiert, weil ich betrachte Menschen nicht in Clustern, Ländern, sondern es sind Menschen. Und ich möchte, dass wenn wir als Menschen auf diesem Planet zurechtkommen, wir miteinander auskommen, auch mit der Unterschiedlichkeit, und dass wir friedlich miteinander auskommen. Da kann es überhaupt nicht schaden, wenn wir uns gegenseitig kennenlernen und manchmal denken, das hätte ich jetzt nicht gedacht, den verstehe ich nicht, aber ich respektiere, dass der eben so ist. Daraus wurde KenFM, und als KenFM abgeschaltet wurde, das waren dann auch 20 Jahre dieses Irrsinns, ich habe ja schon im Akkord gearbeitet mit all diesen Formaten, habe ich gesagt, auch mit Me, Myself, Media, ich brauche insofern mal eine Pause, weil ich mir schon die Frage stelle, ob die Art und Weise, wie ich Journalismus betreibe, zu dem führt, wo ich möchte, dass es hinführt, dass nämlich Leute nicht nur informiert werden, sondern auch motiviert werden. Und ich bin für mich zum Ergebnis gekommen, man kann das so machen, aber es muss noch andere Spielarten geben. Also Apolut ist ja das Nachfolgeportal, wo wir Tagespolitik machen. Was passiert gerade in der Ukraine, was möchte die WHO? Für Leute, die neu einsteigen wollen ins Thema, bekommen die Tagespolitik. Auf der anderen Seite ist der Mensch eben nicht nur jemand, der für sein Gehirn arbeitet, sondern er hat auch ein Herz, hat auch einen Bauch. Und wir müssen versuchen, Menschen
da abzuholen, wo die sind, die im Leben stehen. Also habe ich gesagt, ich mache einen Verein, Sophisticated, und werde in Zukunft Menschen interviewen als Menschen und nicht nur als Autor eines Buches. So, ein solches Format, Mittelpunkt Mensch, habe ich gerade Kai Stuth interviewt. Wer ist Kai Stuth hinter der Persönlichkeit? Und das soll auch ein Beispiel sein. Ich glaube, dass wir anfangen müssen, uns viel mehr wieder als Menschen zu sehen und nicht als der aus der Institution, der Politiker, der Medienvertreter. Es sind Menschen. Und wenn wir anfangen, uns als Menschen zu sehen, dann sind wir auf einer Ebene, wo wir vielleicht auch eine Beißhemmung entwickeln. Im Grunde ist das so, wie man auch mit seiner Familie umgeht, mit seinen Kindern umgeht, mit seinen Freunden umgeht. Deswegen finde ich auch solche Events super, dass man sich selbst autorisiert und einfach sagt, ich möchte nicht nur auf der Weltbühne, sondern generell, dass Menschen wieder anders miteinander umgehen, wie uns erklärt wird, wie sie das tun. Gewalt ist keine Lösung. Es bedeutet aber auch, sich einem Menschen zu stellen, den man so gar nicht versteht. Zum Beispiel seinem Nachbarn oder seiner Ehefrau. Ja? Und sich damit auseinanderzusetzen, dass es Punkte gibt, wo man sich nicht einig ist. Und ich glaube, das macht die menschliche Kommunikation aus, zu akzeptieren, wir sind unterschiedlich. Das ist die grundsätzliche Information, die ich weitergeben will. Weil wir sehen es jetzt bei den Grünen. Die Grünen sagen dauernd immer, es gibt eine vielfältige Natur, die müssen wir unbedingt erhalten in ihrer Vielfältigkeit. Und dafür bin ich den Grünen auch sehr dankbar. Aber es gibt auch sehr unterschiedliche, vielfältige Menschen. Was ist denn eigentlich damit? Und was wir heute machen, ist, wir erklären alles für Multikulti. Das ist aber eigentlich eine Uniform. Wir sind alle sehr unterschiedlich, aber wir sind Menschen. Und wir müssen uns in dieser Unterschiedlichkeit akzeptieren und ertragen. Das bedeutet auch Demokratie. So. Und ich möchte nur für diesen Gedanken werben, dass das keine neue Entwicklung ist, sondern auch bei Parteien, das sind nur Metaphern. Dass wir sagen, ja, das sind Metaphern, das sind Bausteine, aber das sind wir nicht. Und ich habe heute schon mal ein Interview gegeben, weil mir immer vorgeworfen wurde da an mich heran, ich wäre besonders mutig. Das ist nicht der Fall. Ich bin nur schlecht in Griechen. Ja, und ich kann Ihnen sagen, da kenne ich noch mehr Leute, die schlecht in Griechen sind. Das sind sie selber. Sie alle, ich included, habe als Grieche angefangen. Aber in dem Moment, so mit 1,5 Jahren, habe ich angefangen, selbstständig zu laufen und ich habe mich erhoben und ich habe mich nie wieder auf die Knie begeben. Wir fangen kriechend an und erheben uns. Und das ist eine Metapher. Wir sollten aufrecht stehen. Das ist die Garantie für eine freie Gesellschaft. Einfach aufrecht stehen. Und Sie müssen von dem Leben überhaupt keine Angst haben. Sie müssen das nicht. Ich bin gleich fertig. Nein. Weil, ich habe das heute schon mal gesagt, man macht den Leuten heute, und das macht man schon sehr lange, in jedem Bereich Angst. Wir alle sind extrem mutig. Denn können Sie sich vorstellen, was es bedeutet, wie viel Mut Sie aufbringen müssen, um durch einen wahnsinnig engen Geburtskanal zu gehen? Auf der anderen Seite stellen Sie selbstständig auf Sauerstoffatmung um, treffen dann Leute, die Sie nicht kennen, können nicht laufen, können nicht sprechen, sind auf die Welt da draußen total angewiesen, haben ein totales Vertrauen, dass das schon was wird. Sie sind mutig. Hallo. Ja. Bleiben Sie dabei. Aber das sind ja auch, das sind nur die wenigen Sieger gegen die Milliarden Konkurrenten, die ums Rennen gekämpft haben. Das hast du jetzt gesagt. Jetzt hat der Michael, ist in Kürze bekannt worden, zum Staatsfeind, ich glaube, es darf man schon so sagen, zum Staatsfeind erklärt worden. Und jetzt gibt es da diesen Kayvan, der schon 10 Jahre da ist und sehr viel gemacht hat, damit er zum Staatsfeind deklariert wird. Aber ins Gefängnis musstest du nicht. Warum nicht? Gatekeeper. Das wäre jetzt die zweite Frage. Nein, ich will es mal so sagen, ich weiß noch nicht, warum ich noch nicht ins Gefängnis musste, physisch, aber auch wenn ich ins Gefängnis käme, ein Nelson Mandela oder ein Malcolm X sind im Gefängnis gereift. Es gibt etwas, da werde ich mich immer zurückziehen können, das ist mein Kopf. Also wenn ich jetzt, was ich, Deinheim, Stammheim, wenn Sie mich da jetzt ein paar Monate wegschließen können, dann sage ich, habe ich schon endlich Ruhe zu lesen und muss keine SMS mehr beantworten, davor habe ich jetzt auch keine Angst. Aber Spaß beiseite, ich weiß das nicht, warum das so ist. Bilde mir aber auch nicht ein, dass wenn ich so weitergemacht hätte, dass ich mir in Deutschland nicht eine Kugel eingefangen hätte. Ich habe ja Deutschland verlassen. Ich wohne ja in Skandinavien und bin viel unterwegs, weil ich wollte kein zweiter Rudi Dutschke werden. Und das wäre auf jeden Fall passiert. Und ich habe auch schon die Schlagzeile Querschläger von Querdenker oder so. Irgendwie wäre das gewesen.
Das heißt, wir leben schon in solchen Zeiten, wo Menschen, die zu viel Einfluss haben und nicht kontrolliert werden, Menschen dazu bringen, selbstständig zu denken und anders zu handeln, wie der Staat es möchte, wo man gegen diese Menschen Gewalt anwendet. Da glaube ich, es ist naiv zu glauben, dass das anders wäre. Damit muss man sich abfinden. Aber für mich ist der entscheidende Punkt, den ich mir während Corona ja auch gestellt habe, vorher sowieso schon, aber danach auf jeden Fall, wo will ich hin? Was bringt das überhaupt? Also was nützt es, dass man einen guten Märtyrer abgibt und alle sagen, den kannte ich noch und alles bleibt, wie es ist. Dann kann man sich das sparen, das ist auch ziemlich frustrierend. Und von daher habe ich mir überlegt, okay, was kann ich tun? Ich bin ja im Moment mit einem Vortrag im deutschsprachigen Raum, auch in der Schweiz unterwegs, Angst, Essen, Freiheit auf. Ich glaube, dass wir als Journalisten, unabhängige Journalisten, die Aufgabe haben, dem Publikum klarzumachen, wie unsere Medien wirklich funktionieren. Das sind Propagandamaschinen, die sie von eigenem Denken ablenken sollen, die von ihnen wollen, dass sie das, was dort vorgekaut wird, dass sie das einfach nur wiederholen. Und das hat mit Demokratie gar nichts zu tun. Nichts. Demokratie lebt davon, dass jeder von ihnen selber denkt. Nicht nur anders denkt, selber denkt. Und wir leben in einer Gesellschaft, das muss ich leider sagen, da haben sehr viele Leute Angst, etwas zu äußern, was vom Mainstream abweicht und sagen dann am besten gar nichts. Und wer schweigt, stimmt zu. Ich habe aber auch gelernt, und dafür bin ich dankbar, wie 33 funktioniert hat. Weil ich habe nämlich jetzt gesehen, dass es nicht das Volk war, was mitmarschiert ist, sondern es waren die üblichen Verdächtigen in der Pyramide relativ weit oben, die so lange auf den einfachen Bürger mit Bauchgefühl eingeschlagen haben, bis der sich gebückt hat. Es sind die Spitzen der Gesellschaft. Und warum ist das so? Weil die, die in der Pyramide oben sind, nicht deswegen oben sind, weil sie so klug sind, sondern weil sie so gehorsam sind. Und deswegen ist es eine Illusion zu glauben, dass ausgerechnet von denen die Veränderung ausgeht. Das wird nicht passieren. Jemand, der nicht gehorsam ist, kann in dieser Pyramide nicht an die Spitze gelangen. Ich bin nicht an der Spitze der Pyramide. Ich denke auch nicht in Pyramiden. Ich denke wie die Natur in Kreisen. Ich glaube, wir müssen wie die Natur arbeiten und nicht wie Pyramiden, wo oben einer ein Rädchen dreht und unten tanzen alle nach der Pfeife. Das hat mit Demokratie nichts zu tun und so kommen wir auch nicht auf die Welt. Wir kommen als Menschen auf die Welt, die widersprechen. Erst sprechen und dann widersprechen. Und dass man uns das wegnimmt, funktioniert nur, indem man uns damit erpresst. Wenn du nicht nach unserer Pfeife tanzt, das beginnt ja schon in der Schule, dann werden wir dich aus dem sozialen Raum ausschließen. Man arbeitet mit Angst. Man kann jeden erpressen, ihn sozial zu isolieren, bis zu einem Julian Assange, bis er kaputt geht. Und aus diesem Grund ist es total wichtig, dass wir uns an der Basis zusammenschließen, damit man uns nicht isolieren kann. Das ist das Wichtigste. Dass wir erkennen, wie Medien funktionieren. Und wenn wir andere Medien haben wollen, die nicht nur unterstützen, sondern sie dahingehend so konsumieren, dass wir sagen, ich sage jetzt nicht das, was Hoch 2 sagt. Ich höre mir an, was Hoch 2 sagt. Und dann denke ich selber nach und dann sage ich das, was ich denke. Wenn ich das nur austausche gegen DRS oder ZDF oder so, ich sage jetzt das, was Apollut sagt, habe ich etwas nicht begriffen. Wir neigen aber alle dazu durch unsere Erziehung, dass wir nach einem Führer gieren, weil wir extrem gedrillt sind. Wir sind alle extrem gedrillt. Und wenn wir wirklich lernen wollen, wie es anders ist, sollten wir unsere Kleinkinder beobachten und aufhören, die im Sinne des Staates zu erziehen, damit die funktionieren. Ja. Unsere Kinder sind da die Zukunft und ich habe selbst viel davon. Und das ist manchmal ganz schön anstrengend, wenn die immer eine eigene Meinung haben. Und manchmal ist es ganz nett, wenn die mal das sagen, was ich möchte, dann gebe ich ihnen so ein Tablet, dann sind die ruhig. Das kann man schon mal machen. Das ist aber nicht der richtige Weg. Und er möge sich jeder mal selber fragen, wie viel Widerspruch er bei seinem eigenen Nachwuchs eigentlich erträgt. Da sollten wir zu auffordern. Wir sollten in unserem Schulsystem, bei den Kitas dazu auffordern, Kinder, widersprecht uns Eltern. Weil ihr seid die Zukunft. Wir sind die Vergangenheit. Das sollten wir tun. Und aus diesem Grund wird die Veränderung auch kein Sprint werden. Es ist ein Marathon. Die Zukunft liegt in unseren Kindern und deren Enkelkinder. Das wird ein sehr, sehr langer Weg, weil wir sind wirklich extrem gedrillt. Wir haben das mit einem schönen Wort verkleidet. Wir nennen das Zivilisation. Wir machen etwas aus dir. Wir machen dich fertig. Du kommst unfertig an und dann machen wir dich fertig. Und wenn du genau das machst, was wir von dir verlangen, dann kriegst du eine Karriereleiter, die aussieht wie ein Hamsterrad. Dann kriegst du eine schöne Frau, eine Doppelhaushälfte und einen Tesla und einen Netflix-Anschluss. Das macht aber nicht das Leben aus. Und wenn wir eine andere Gesellschaft wollen, müssen wir die Fragen philosophisch stellen und können sie nur spirituell beantworten. Der Mensch ist nämlich keine Maschine. Der Mensch ist kein Datensatz.
Der Mensch ist ein spirituelles Wesen und das muss man laut proklamieren. Und wenn ein Gates oder ein Harari das sagt, das sehe ich ein bisschen anders. Das magst du anders sehen, aber so ist es nicht. Okay? So ist es nicht. So. Und wir haben uns da heute ja schon mal drüber unterhalten, das ist jetzt auch kein Fimmel von mir, als ich Michael Baldig kennengelernt habe und was er getan hat, ist wirklich Musik, weil er ist kein Berufsrevolutionär. Bei mir ist das was anderes. Ja? So, habe ich ihn in Stuttgart getroffen, wo ich auf die Demo auch gegangen bin und da hat er mir gesagt, er geht jetzt erstmal in den Keller, da gibt es keinen Wein, da meditieren die. Da habe ich gemeint, das ernst, bin ich auch in den Keller gegangen, habe mitmeditiert. Das ist genau das, dass er sagt, okay, wir müssen die Dinge anders angehen, nicht nur vom Kopf. Die meisten Menschen denken das meiste falsch, fühlen aber das meiste richtig. Wir müssen uns auf der Gefühlsebene begegnen und wir müssen uns als spirituelle Wesen erkennen und was wir wieder brauchen, das ist meiner Meinung nach ein Schlüssel. Wir brauchen wieder Respekt vor dem, was wir Schöpfung nennen. Das haben wir gar nicht. Wir leben im Machbarkeitswahn. Ja? Und das ist auch das, was die WHO möchte. Die WHO möchte uns alle gesund machen. Die WHO möchte uns regelmäßig Medikamente verkaufen. Die WHO möchte uns erklären, was ein gutes Leben ist. Das weiß die WHO gar nicht. Denn was ein gutes Leben ist, beantwortet jeder von Ihnen individuell. Das ist Demokratie. Ich habe kein Patentrezept für Sie. Und ich sage das immer wieder, wenn ich auf die Bühne gehe, das ist keine ZDF-Kochsendung, wo Sie das Endergebnis schon mitnehmen können. Nein. Und das müssen wir lernen. Das wird ein Marathon, wo ich am Ende sage, ich weiß auch nicht so genau, aber ich bin neugierig. Und Neugier muss man wecken. Und wir sind auf diesem Gebiet alle sehr, sehr eingeschläfert und wollen immer von neuen Portalen, von neuen Politikern, Patentlösungen, damit das einfacher geht, damit wir so weitermachen können. Wir können nicht so weitermachen. Wir können so nicht weitermachen. Das wird nämlich nichts. Und wenn wir nur die Pyramide A durch Pyramide B tauschen, landen wir in einer anderen Sackgasse. Das müssen wir mal verstehen. Und wir alle zusammen haben hart daran zu arbeiten, was eine Lösung sein könnte. Könnte. Und was ich gelernt habe wegen Corona, während Corona, es geht im Journalismus nicht darum, welche Fragen Sie stellen. Gibt es ja auch diesen Spruch, wenn wir Sie dazu bringen, die falschen Fragen zu stellen, müssen wir uns um die Antworten keine Sorgen mehr machen. Es geht im Journalismus darum, zuzuhören. Aber nicht nur im Journalismus. Es geht darum, dass wir anfangen, einander zuzuhören und uns nicht die Argumente von ARD und ZDF vorzubeten. Das sind nicht unsere Argumente. Kennen wir unsere Argumente? Nein. Kennen wir unsere Ehepartner? Kennen wir unsere Kinder? Wann haben wir denn eigentlich Zeit mit uns selbst? Und wie kommen wir raus? Ich habe es heute schon mal gesagt. Ich glaube, es ist elementar, weil wir total verkopft sind, dass wir an Kitas und Schulen wieder das einführen, was den Menschen zu dem macht, was er ist. Wir sollten die Kreativität fördern. Malerei, Tanz, Musik. Das ist das, was wir brauchen. So. Und das ist auch die Sprache des Menschen. Das ist die Sprache des Menschen und nicht, ich habe dann so einen Dinosaurier und den kannst du dann in den Farben ausmalen. Das Leben ist ein Malkasten und wir alle sollen uns diesen Malkasten schnappen, rausgehen und dann interpretieren. Und wenn jemand sagt, was soll das denn sein? Das ist ein Haus. Und ich sage, so sieht kein Haus aus, so sieht ein Haus aus. Das ist eine Metapher und wir versuchen uns in unseren Systemen gegenseitig zu drillen, fertig zu machen für eine Welt, wo wir funktionieren. Und so, das Leben muss sich anfühlen. Das Leben muss nicht nur funktionieren. Denn was uns blüht durch WHO sind 15-Minuten-Städte. Ich bleibe im Homeoffice und dann 15 Minuten mit einer digitalen Brille dort, mache dann das und wieder zurück. Das ist nicht das Leben. Und wir haben während Corona auch gesehen, das gute Leben einer Großmutter im Altenheim bedeutet nicht, dass sie 3 Jahre ohne Besuch ist, aber gesund. Das ist nämlich krank. Nee. Ein gutes Leben ist ein empathisches Leben. Und was dieses System möchte, deswegen auch Homeoffice, dass wir uns nicht begegnen. Dass wir uns nur mit Masken begegnen, ohne Mimik, ohne Empathie. Das ist sicher. Dann sind die sicher vor unseren eigenen Gefühlen. Deswegen sage ich, die Maske war nichts anderes als ein offen getragenes Parteiabzeichen. Das ist es. Und gleichzeitig, wer die Maske nicht getragen hat, war öffentlich sichtbar als Sündenbock. Das ist die zweite Funktion. Und das ist kein Zufall, dass das so ist. Okay? Und deswegen, wenn morgen wieder jemand zu Ihnen kommt und sagt, Sie mögen eine Staubmaske tragen gegen Viren, dann ist es das, was es immer schon war, ein Intelligenztest. Ja. Okay? Ja. Und deswegen rennt nur eine gehörige Portion Widerspruch. Und diesen sogenannten Führern mit etwas begegnen, womit die gar nicht können.
Hohn, Spott und Humor. Das ist doch lustig, was die da regieren. Das ist doch albern. Die können gar nichts. Das können wir alle besser. 100%. Hier im Raum ist mehr Intelligenz wie im Bundesrat, das weiß ich. Zur Politik. Mir würde es schon reichen, weil hier in der Schweiz ist es genauso. In der Schweiz, überhaupt bei allen Wahlen, demokratischen Wahlen, findet der Wahlbetrug ja nach der Wahl statt. Da haben viele nicht ja. Und mir würde es schon reichen, wenn ein Wahlprogramm verpflichtend wäre. Das würde mir schon reichen. Also das würde ich als erstes einführen, wenn eine Partei wie die Olivgrün sagt, keine Waffen in Kriegsgebiete und nach der Wahl Waffen in Kriegsgebiete, Betrug, Wahl annulliert. So. Und nicht, das ist jetzt eben so. Und man muss sich das nur anders vorstellen. Ich gehe zur IAA und bestelle dort einen voll ausgestatteten 3er BMW und die liefern mir dann einen 17 Jahre alten Renault. Der aber so viel kostet wie der ausgestattete BMW. Dann könnte ich mich in 4 Jahren beschweren. Ich würde ihn nicht nehmen. Und der sagen, ja, das haben Sie nicht bestellt. Aber in der Politik akzeptiere ich das. Warum? Warum? Dass wir überhaupt akzeptiert haben, dass man uns eigentlich dauernd betrügt und von Frust zu Frust, das ist die eigentliche Leistung auch der Medien. Das ist halt so. Warum? Warum ist es in der Politik so, dass wir etwas akzeptieren, was wir in keinem Bereich akzeptieren würden, dass wir das geringste Übel wählen? Machen wir das, wenn wir in Urlaub fahren? Die Länder, die wir gar nicht mögen, so das geringste Übel, Sudan West? Oder fahren wir lieber nach Italien? Oder einen Partner, den wir wirklich gar nicht leiden können, den heirate ich, machen wir da auch nicht. Wir suchen uns unter dem, was uns am besten gefällt, das, was wir bekommen können, aber nicht das Beste vom Schlechtesten. Aber in der Politik ist das eben so, dass wir das verinnerlicht haben. Es ist eben so, das ist die Propagandaleistung. Das ist eben nicht so. Das ist nur so, wenn Sie das akzeptieren. Ich habe das nie akzeptiert. Das ist doch Verarschung. Und es ist ein weiterer Trick zu glauben, dass man, wenn man sich politisch betätigen will, das nur über eine Partei kann. Wir leben in einer Analphabetendemokratie. Wir machen alle 4 Jahre ein Kreuz. Und sonst machen wir nichts. Das ist keine demokratische Betätigung. Aber wenn die stattfindet, dann nur im Rahmen. Man muss sich das mal vorstellen. Ich glaube, dass Parteien viel zu viel Macht haben, wenn man sich mal anschaut, wie viele da Mitglieder sind. Die Grünen sind eine relativ mächtige Partei in Deutschland. Wir haben 80 Millionen Bürger, 40 Millionen sind Minimum wahlberechtigt. Und die Grüne Partei hat 125.000 Mitglieder. Da hat der ADAC mehr. Da hatte ich bei meinem YouTube-Kanal mehr. Wieso lassen wir uns das gefallen, dass diese Splittergruppe bestimmt, was läuft in Europa? 125.000 Mitglieder. Hallo! So. Und deswegen, wenn du jetzt Mitglied einer Partei bist, dann sollten dort, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, ähnlich, 1 Million eintreten. Und das würde zu Panik führen. 1 Million. Aber dann ist es ganz wichtig, dass an den entsprechenden Stellen Leute sitzen, die man austauschen kann, wenn die Macht ihm zu Kopf steigt. Weil das passiert nämlich immer. Und da brauchen wir einen Mechanismus, den die Grünen ja mal hatten. Die wollten ja oben mal Rotation, bis einer selbst oben war. Und dafür müssen wir sorgen. Parteien können eine Menge leisten, aber nur nicht alles. Und das hat ja, Mausfeld ist bekannt, ja, Professor Mausfeld, ja, es ist die große Leistung dieser Propagandamaschine Demokratie, die ja keine ist, den Leuten zu erklären, wenn du irgendetwas verändern willst, musst du Mitglied werden in einem Verein, wo du nur Abgesandte wählen kannst, die sich als unabhängig darstellen, aber nichts anderes sind als Lobbyisten und Korruptionsmaschinen. Das sind nämlich die meisten Politiker. Man muss sich die Frage stellen, für wen arbeitet er eigentlich? Die Antwort ist klar. Achte mal, wohin der geht, wenn er aus der Politik aussteigt. Für den arbeitet er. Herr Wieler von dem RKI, Tierarzt, arbeitet heute für SAP und sorgt sich dort um digitale Daten. Für die hat er schon vorher gearbeitet. Das ist Korruption, die erkennbar ist. Und solange wir uns das gefallen lassen, sagt der Souverän ganz oben, mit denen kann ich's machen. Und ich sage, ja, er kann es mit denen auch machen, weil wenn wir uns das gefallen lassen, dann sind wir wirklich so blöd, dann haben wir es nicht besser verdient. Und ich habe es dir heute schon mal gesagt, ich bin auch gleich fertig. Wenn wir an der Spitze der Bevölkerung oder dieser politischen Partei oder auch diesem Land den Schäfer austauschen, aber gleichzeitig uns weiter verhalten wie Schafe, wird das nie was werden. Und die meisten von uns verhalten sich wie Schafe, die wollen nur einen besseren Schäfer haben. Verstehen Sie? So. Sie wollen einen besseren Schäfer.
Und um den Witz unterzubringen, als die beiden Schafe sich unterhalten und das eine sagt zum anderen, ich glaube, der Schäfer und der Schäferhund arbeiten zusammen, sagt das Schaf ja, das ist eine Verschwörungstheorie. Aber die große Leistung dieses Bildes ist, dass sie sich auf den Schäfer und den Schäferhund konzentrieren und vielleicht noch auf das Schaf. Aber es gibt jemanden, der auf dem Bild tatsächlich die größte Macht hat, den sie gar nicht sehen. Und das ist derjenige, der das Land besitzt, auf dem der Schäfer die Schafe Der Besitzer des Landes, der hat auch bestimmt, dass er als Schäfer arbeiten muss. Und es ist vollkommen klar, dass die Schafe geschlachtet werden. Aber der Schäfer hat beim Schlachten der Schafe kein schlechtes Gewissen, weil er blickt auf die Schafe herab. Und diejenigen, die uns beherrschen, haben ein anderes Menschenbild von uns. Und wir sind für sie gar keine Menschen. Wir sind Nutztiere mit Abitur. Und solange wir uns so benehmen, wird sich auch nichts ändern. Und deswegen, wenn wir, wie wir es bei WHO sehen, an die Schlachtbank geführt werden und das alles mit uns machen lassen, ich sag's, wie es ist, haben wir es nicht besser verdient? So. Und würden wir diese Kraft, und in der Schweiz ist es schon so, wir können wählen in der Schweiz und ich behaupte, es würde auch funktionieren, aber wir tun es nicht. Remco, 1%, was gut organisiert ist in der Spitze der Pyramide, ist viel mächtiger als 99%, die nicht organisiert sind. Wir sind überhaupt nicht organisiert. Und wenn wir uns organisieren, dann in Gruppen, die kontrolliert werden. Dafür gibt es ja auch die ganzen Fußballvereine, Bayer Leverkusen, das ist ja alles für uns gemacht, da können wir uns austoben. Wir müssen uns organisieren. Ohne Organisation, ohne Zusammenarbeit, ohne Teamwork wird das nichts werden. Und das können wir aus Davos wehtut lernen. Die wenigen, die sich dort treffen, sind hervorragend organisiert und deswegen sind sie so mächtig. Und sie mögen sich vielleicht untereinander nicht, aber in einem sind sie sich einig, dass sie uns unterdrücken. Sind wir uns einig? Sind wir uns einig? Wir müssen uns dezentral organisieren. So einfach ist das. Und warum schaffen wir es nicht, Michael? Nein, ich würde sagen, wir müssen auch noch, es ging jetzt auch darum, das Thema Parteien. Also für mich ist das Thema Parteien keine Lösung aus dem Grund, weil es den Prozess verlangsamt. Also was das Großartige war an der Demokratiebewegung, an der außerparlamentarischen Bewegung ist, dass sie selbst entscheidet, wann sie Politik macht. Und sie ist handlungsfähig jederzeit und nicht nur alle 4 Jahre, wenn Wahlen sind. Und deshalb hat man mich ja aus dem Spiel genommen, weil man einfach gesehen hat, die Demokratiebewegung, die wächst zu schnell, die außerparlamentarische Bewegung. Dafür habe ich keinen Mechanismus, wie ich es kontrollieren kann. Die Behörden haben uns alle, das sind ja viele, die mir auch erzählt haben, dass sie teilweise im Gefängnis waren, dass sie Geldstrafen bekommen haben und so weiter. Die Behörden, der Richter Detmar, es werden Musterprozesse geführt, es werden wirtschaftliche Sanktionen gefahren, einfach um uns langsamer zu machen. Und das Parteiensystem ist halt für mich schon alleine langsam. Da habe ich 4 Jahreszyklen. Ich muss erstmal 4 Jahre warten, also sagen wir mal, bis die Partei groß ist, vergeht eine lange, lange Zeit. Und diese Zeit möchte ich, also ich denke zwar auch, dass es ein Marathon wird, aber ich denke jetzt nicht in den Dekaden, dass, und sagen wir mal, das Beispiel mit den Grünen zeigt ja auch, also die Grünen waren mal eine Partei, die haben in ihrer Wahlkampfzentrale CDU gleich FDP gleich SPD an der Wand. Heute können sie gleich noch ist gleich Grüne hinten dran schreiben und also die Partei kann halt relativ leicht assimiliert werden. Das ist, glaube ich, eine Illusion, darüber zu gehen. Aber ich sage auch, ich weiß nicht, welches der richtige Weg ist. Für mich ist es ganz klar außerparlamentarisch, weil wir da von der Geschwindigkeit viel, viel schneller sind. Mit dem Risiko halt ins Gefängnis zu gehen. Mit dem Risiko ins Gefängnis zu gehen oder andere Repressionen vom Staat zu bekommen. Genau, wir sehen das ja. Aber wir können jetzt auch nicht 4 Jahre warten, bis die nächste Wahl sind. Und dann feststellen, dass eben der ganze Apparat, auch der Unterwanderungsapparat, also Parteien werden ja auch unterwandert. Also das System kann halt, das bestehende System kann sehr, sehr gut mit Parteien umgehen, weil dieser Mechanismus ja gelernt ist und weil er Teil des Systems ist. Ihr macht ja nicht wirklich Mut. Also, aber da ist vielleicht auch die Brücke, wir müssen uns organisieren und wie diese Organisation stattfindet, das ist ja das Großartige. Da gibt es viele Mechanismen. Und zum Beispiel kann ich sagen, die Basis in Deutschland hat die Querdenken-Demonstrationen weitergeführt, indem sie an der Basis runde Tische organisiert hat und die Menschen zusammengebracht hat. Und das ist sehr, sehr gut. Ob sie dann über den langen Zeitraum Möglichkeiten hat, Dinge zu verändern, das bezweifle ich. Aber ich glaube, die Menschen, wenn sie sich selbst ermächtigen, können das viel, viel schneller. Ich habe einfach noch ein... Immer noch mehr, wenn wir
diese Institutionen, die sind da, das ist ja ein Fakt. Und wie können wir diese überwinden? Wir können sie zum Beispiel überwinden, indem wir durch Selbstbeobachtung feststellen, dass mit uns echt was nicht stimmt. Wir gehen auf Demonstrationen mit Schildern und Forderungen an andere. Mache ich gar nicht mehr. Das, was ich auf dem Schild gefordert hätte, ändere ich bereits im Jetzt. Solange wir Forderungen an Dritte haben, bittet der Souverän den oben, bitte darf ich wieder vor die Tür gehen ab 18 Uhr. Und wenn der Nein sagt oder gar nicht antwortet, darf ich das eben nicht. Ein Souverän, der bittet, ist nicht souverän. So, und wenn der Souverän, das Volk, mit der Regierung nicht zufrieden ist, sollte es die Regierung einfach absetzen. Darf der Souverän das aber? Sicherlich darf er das. Das soll er sogar, das muss er sogar. Wenn er aber erst fragt, wo muss ich mir das stempeln lassen, dann hat er irgendwas nicht verstanden. Und ich sage, die meisten von uns haben eine Demokratieintoleranz. Sie wissen überhaupt nicht, was das ist, weil sie haben in Demokratie überhaupt keine Erfahrung. Sie haben in Widerspruch überhaupt keine Erfahrung. Sie widersprechen nicht mal am Arbeitsplatz. Wir müssen Widerspruch lernen. Wenn ich sage, das sehe ich ein bisschen anders, aber Angst habe vor den Konsequenzen, dann kann ich kein Demokrat sein. Demokratie bedeutet auch, damit zu rechnen, dass die Gegenseite das irgendwie merkwürdig findet. Oder vielleicht sogar gut. Das probiere ich lieber nicht aus. Und ich kann nur dazu raten, Demokratie auszuprobieren. Ich finde das in Ordnung, es darf Parteien geben. Aber wir brauchen viel mehr Bürgerinitiativen. Dass Leute sich selbst autorisieren und einfach, das ändern wir jetzt hier. Wir möchten gerne hier einen Zebrastreifen haben, weil hier dauernd Kinder überfahren werden. Da stelle ich keinen Antrag, ich mal den Streifen auf. Basta! So, das ist in diese Richtung. Und ich glaube auch, wovon wir uns trennen müssen, ist, dass die da ganz oben sind, es gut mit uns meinen. Das tun sie nicht. Sie meinen es mit sich gut. Denn die ganz oben, die es tatsächlich gibt, deswegen blicken wir auch so auf, haben ein Klassenbewusstsein. Und das haben wir nicht. Warum nicht? Die Frage sollten wir uns stellen. Haben wir alle etwas gemeinsam? Wir sind alle lohnabhängig. Wir machen das, was man von uns verlangt. Warum? Ich mache das nicht. Ich mache nicht das, was die von mir verlangen. Und dass ich das machen kann, hat nur mit einem Punkt zu tun. Demokratie, wie wir sie heute kennen, funktioniert so. Wenn ich möchte oder nicht möchte, dass du gewählt wirst, werde ich über Medien, die du nicht kontrollierst, dich so schlecht darstellen in der öffentlichen Meinung, dass ich dich gar nicht gut finden kann. Sonst heißt es, wen findest du denn gut? Wirst du sofort geächtet. Du wirst dafür gewählt, wie ich dafür sorge, dass du in der Öffentlichkeit erscheinst. Ob du so bist, spielt keine Rolle. Ich baue ein Image. Jemand, der seine eigene Medienmaschine hat, kann ein Gegenimage erzeugen. Ich kann ein Gegenimage erzeugen. Man möchte keine Bürger, die ein Gegenimage erzeugen, weil dann ist der Bürger ja gar nicht mehr erpressbar. Er kann sich ja wehren. Und wir brauchen sehr viele unabhängige Medien, damit wir uns alle viel mehr wehren können. Wenn der Staat auf einen Einzelnen zeigt, der sich demokratisch betätigt, sagt, das ist ein Medienterrorist, das ist jemand, der den Staat delegitimiert. Ein Staat, der so reagiert, hat Probleme mit demokratischen Bürgern. Weil er möchte gar keine Bürger, die selber denken und die widersprechen. Er möchte Untertanen. Er möchte Bücklinge. Hören Sie auf, sich so zu benehmen. Widersprechen Sie oder unterstützen Sie andere Bürger, die Ihnen mit freien Medien eine Stimme geben. Aber nicht nur gut finden, unterstützen Sie das auch finanziell. Wir alle zusammen haben genügend Geld, um solche Medien zu unterstützen. Wir alle. Wann soll ich das tun? Machen Sie es heute. Bewaffnen Sie sich selbst intellektuell, indem Sie sich selbst eine Stimme geben. Und ich habe das neulich gemerkt, ich war in Bensheim, ein netter Ort irgendwo in Hessen, habe einen Vortrag gehalten. Da gab es einen Riesentherz, eine organisierte Demonstration vom Tagesspiegel und Co. Und die katholische Jugend war auch noch, hat Riesenradau gemacht und hat gesagt, ich würde Verschwörungstheorien verbreiten. Ich habe zur katholischen Jugend gesagt, hört zu, ich möchte euch an euren Arbeitgeber erinnern. Der erklärt seit tausenden von Jahren, Gott persönlich hätte seinen Sohn runtergeschickt, der wäre zwischendurch übers Wasser gegangen, dann hätten sie ihn umgebracht, die Regierung, und nach 3 Tagen wäre er da. Hallo, da bin ich. Ist das nicht eine Verschwörungstheorie? Also was wollt ihr eigentlich von mir? Aber das sind Jugendliche, die aufgezogen sind, die nach irgendeiner Form von Sinn suchen. Und was ist im Anschluss passiert? Die Bensheimer Bürger, nachdem die Tagesschau und die Hessenschau so über mich so berichtet haben, haben die ganzen Medien attackiert und gesagt, es gefällt uns nicht, wie ihr Bensheim darstellt. Wir wollten nämlich diesen Vortrag gar nicht verhindern. Ihr tut so, als ob wir das gewollt hätten, aber ihr sprecht gar nicht für uns. Und haben gesagt, wir möchten, dass ihr an den runden Tisch kommt. Die kommen natürlich nicht. Und das heißt, durch diese Aktionen bringen wir sie dazu, Dinge zu tun, die so absurd sind, dass selbst der Letzte aufwacht.
Wir haben keine Medien, die für uns schreiben. Wir haben Medien, die im Sinne der Reichen auf uns einschlagen, wenn wir die Stimme erheben. Das dürfen wir uns nicht gefallen lassen, weil wir bezahlen diese Medien. Es sind unsere Medien. Es hat also auch keinen Sinn zu sagen, sollen die mal mit ihren GEZ machen, was sie wollen. Wir sollten unsere Rundfunk- und Radio- und Fernsehhäuser besuchen, denn sie gehören uns. Rein, machen wir heute noch mal einen Tag der offenen Tür. Das sollten wir, sollten Fragen stellen. Diese Berichterstattung über das, was wir demokratisch tun, die gefällt uns nicht. Und ihr kriegt Geld dafür, um fair zu berichten. Das macht ihr aber gar nicht. Das ist, und wir sollten diesen Medien die rote oder in diesem Fall in Deutschland die grüne Karte zeigen. Wir brauchen viel mehr mutige Bürger, die sich selbst autorisieren, sagen, das lasse ich mir einfach nicht mehr länger gefallen. Und diejenigen, auf die wir in unseren Kulturkreisen immer hinweisen, ob sie Rosa Parks heißen, Jesus Christus, Malcolm X, Rudi Dutschke, was waren die denn? Mutig. Die waren einfach nur mutig. Haben sie sich das von der Regierung stempeln lassen? Nein. Und wenn wir sie dann am Ende umgebracht haben, dann stellen wir Straßenschilder auf und die können wir dann anhimmeln. Und das hat auch einen psychologischen Effekt. Wir stellen immer Schilder von Leuten auf, die wir anhimmeln sollen, die in der Vergangenheit vom Staat kaputt gemacht wurden. Warum? Dass wenn wir sie dann angucken, die Rosa Parks und Geschwister Scholl, dass wir denken, wenn wir damals an deren Stelle gewesen wären, dann hätten wir dasselbe getan. Das heißt, wir sollen sie bewundern, aber in der Gegenwart sollen wir keine Nachahmer werden. Das ist der Sinn der Sache. Sie sollen anhimmeln, aber nicht nachahmen. Ich sage, sie sollen nachahmen in der Gegenwart. Sie sollen in der Gegenwart aus dem lernen, was in der Vergangenheit passiert ist, indem sie nicht zu spät aufstehen, sondern wenn es nötig ist. Und es ist nötig.